Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Deutschlands schmalster TÜV-Prüfer. Wir haben gerade jetzt ein bisschen philosophiert über, wie es in der Selbstständigkeit ist. Ne? Er hat auch gerade, kennen Sie schon lange, hat auch gesagt, dass er macht 3 Wochen Urlaub im Jahr. Das ist halt selbstständig, ne? Und das war's. That's it. Mehr ist nicht. Ansonsten geht's hier jeden Tag rund für ihn auch, ne? Als fliegender Prüfingenieur, ne? Der zum Autohaus von Werkstatt zu Werkstatt, von Händler zu Händler fährt, ne? Er sagt eben auch, es ist auch bald mit der 14, sagt er eben auch, naja, eigentlich habe ich auch keine Lust mehr. Muss mir auch was anderes einfallen lassen. Ich mache das seit 12 Jahren jetzt hier irgendwie, die Geschichte. Und bis mit 6 an der Bühne stehen und immer noch Abgas und durchgucken und durchrennen, kann der Uni fürs Leben, für sein Lebensziel für immer und ewig sein. Ne? Was auch, muss sich ja weiterentwickeln. Ja, klar. Mhm. So denkt ja jeder irgendwann mal über sich selber nach und denkt so, naja, wie kann es weitergehen? Was kann man vielleicht verändern im Leben? Was kann ich vielleicht optimieren? Vielleicht kann ich irgendwas weglassen. Vielleicht mache ich ein bisschen was Ruhigeres, Entspannteres. Vielleicht tue ich mir weniger Stress an, verdiene dafür weniger, habe davon mehr Freizeit. Das sind halt alles so Sachen, die dir natürlich als Selbstständiger früher oder später durch den Kopf geistern. Ich meine, ich habe es ja noch ganz relativ gut. Ich habe hier solide Leute am Start, denke ich. Mittlerweile, es kommen noch ein paar dazu übrigens. Es kommt noch jemand, der in der Dispo arbeitet, der dann Materialbeschaffung organisiert, Reklamationen macht und. Ne? Der also das Verbindungsglied zwischen Verkauf, Werkstatt und Kunden darstellt. Dann kommt eventuell mal sehen, ob es klappt, vielleicht doch noch ein Schlosser dazu. Und im Verkauf sind wir jetzt aktuell zu dritt aufgestellt. Ne? Und dann mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Es war wieder so warm letzte Nacht, ich habe wieder beschissen geschlafen. Ey. Übelste Wärme, hier ist es bei dir auch so? Ne, bei mir geht's voll. Ja, bei dem Erdgeschoss schön bei uns. Ne? Bei uns ist es übelst warm. Wirklich. Kannst du machen, was du willst. Ist egal. So. Und zwar hat man ja für dieses Kfz, ich hatte schon fast gesagt Schmuckstück, aber ich würde schon wieder übertreiben. Haben wir vergangenen Samstag eine Besichtigung, Probefahrt. War angekündigt und Auto bereitgestellt, stand hier so, wie es jetzt eben steht. Die Interessenten kamen, Tatsache, das könnt ihr in den Bewertungen ja auch lesen. Ich lese die Scheiße jetzt nicht vor, weil ich mir so denke, wer es lesen will, findet es bei Google. Ist ganz einfach. Also die letzten Bewertungen. Übrigens an der Zahl, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt darauf eingehen, die waren zu dritt hier. Ein Kollege, noch ein Kollege und ein Mädel. Und die haben uns quasi sich auf Deutsch gesagt, aufhin meiner Äußerung auf Deutsch gesagt, genötigt gefühlt, hier mal auf Deutsch gesagt richtig aufzuräumen und haben uns quasi insgesamt 5 oder 6 negative 1-Sterne Google-Bewertungen reingebracht. Da werden wir als betrügerisch dargestellt und, weil wir, ich will das auch mal kurz erläutern, sonst versteht man es halt einfach nicht. Der Interessent rief für das Fahrzeug an und der Tenor wäre, der Jürgen hätte gesagt, das Auto wäre sinnbildlich im Erstlack. Unfallfrei und nahlackierungsfrei quasi. So, das ist so das, was er in seiner Bewertung schildert. Jetzt will ich mal Folgendes sagen. Wir haben das zu dem Auto ja schon im Video gemacht. Und da hat der Jürgen ja auch gefilmt und das Ganze auch geschnitten. Und eine Sache bin ich mir ganz, ganz doll sicher. Im Traum, im Leben würde den Jürgen nie einfallen. Bei so einem Baujahr 96er Jaguar aus Spanien kommend zu behaupten, dass der unfallfrei und nachlackierungsfrei wäre im Originallack. Also wenn ich da mich kurz einklinken darf, ja. Ich bin glaube ich eh der Letzte im Unternehmen, der sich halt so aus dem Fenster lehnt, was das angeht, weil ich mal Schiss hab, irgendwas zu verkacken. Genau. Der Julian Scholz, muss man jetzt mal so ehrlicherweise sagen, sehr irgendwo vielleicht was zu verkacken. Und noch dazu muss man auch anmerken, dass ich ja eh auch ein bisschen old- und youngtimer-mäßig am Start bin und gerade bei so einem Auto würde ich das nicht machen. Ich habe vielleicht gesagt, er ist in gutem Zustand oder gepflegt. Ja, gepflegt. Dem Alter entsprechend wahrscheinlich, ja. Ist eher so mein Wortlaut. Ja, genau. Aber dass der im Erstlack ist, das habe ich hundertprozentig nicht gehört. Ah, safe. Also da bin ich mir auch ganz doll sicher, das würde hier von niemandem bei so einem Auto also über die Lippen gehen. Außer du weißt es, dass es so ist. Dann wäre aber auch, glaube ich, der Preis dann doch auch ein anderer noch. Er schrieb ja auch, dass der Preis in Ordnung war und sich das Fahrzeug für ihn interessant zeigte, bla bla bla. Ist ja nur okay. Und dann nahm das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Dann sind die hier irgendwie angekommen, waren um 10 dann irgendwie hier pünktlich zum Termin, das ist ja schön. Und dann machen wir immer Folgendes. Ich mache jetzt einfach mal hier ihn auf Verkäufer. Ich sage, ach, hi. Du bist da ja sowieso, ich gebe dir schon mal einen Schlüssel, da steht das Auto, guckt es euch einfach schon mal an, probiert ruhig alles aus, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte habt, ihr findet uns da drin, wir haben noch Kundschaft, einfach Bescheid geben, wenn irgendwo was klemmt und dann lassen wir die Kunden in Ruhe. Er schrieb dann hier, beim Auto angekommen, fiel auf, dass die Batterie komplett tot war, also habe ich das Auto erstmal manuell geöffnet mit dem Schlüssel, was die Alarmanlage auslöste. Ich konnte dann das Batterieladegerät, was schon da aber falsch angeschlossen war,
richtig anschließen und die Alarmanlage ausstellen. So, so stand die Kiste quasi da. Na? Und dann merkst du schon, dass es jetzt abgeht und das Ding dann anfängt zu tröten. Versucht zumindest. Versucht zumindest. Reicht auch der Strom noch nicht. Wir müssen also jetzt noch ein bisschen warten. So, und das ist genau das, was die ganze Zeit ging. Jetzt hat er wohl in nicht unserem Beisein, eigenmächtig, wohlgemerkt, einfach mal diesen hier gemacht, was ich jetzt natürlich nicht mache. Und wie wir es schon merken, ich nehme es plus ab oder die Masse ist nun scheißegal, ja. Und würde jetzt umklemmen, aber da ist schon Ruhe. Ne? Ich nehme also automatisch was die Masse oder das Plus ab, scheißegal. Und die Batterie ist so tot mit Plattenschluss, dass es einfach nicht mehr geht. Wir können das jetzt nochmal vorführen. Er sagte ja, dass beim Aufschließen die Batterie so tot war, dass die Alarmanlage auslöste, weil er also aufgeschlossen hatte. Kann ja aber nicht sein. Wir haben das Auto gerade mit Strom dran gehabt und nur dann löst auch die Alarmanlage aus, weil ohne Strom geht eben die beste Alarmanlage im Regelfall nicht, wenn gar kein Strom mehr vorhanden ist. Die für diesen bisschen durcheinander war. Die Batterie hat einen Plattenschluss, sprich, die ist so mausetot, da geht gar nichts mehr. Das Auto hat die Alarmanlage nur angemacht, weil es ein bisschen Strom aus der Steckdose hatte. Richtig. Na, weil er hing ja am Strom dran. Ne? Und die Batterie hat quasi so einen Teil noch nach vorne gegeben, hat aber nicht mehr für die ZV gereicht und da ist halt dieses Klacken von der Alarmanlage quasi losgegangen, weil eben noch Strom da war. Wenn kein Strom dran ist, also er meint ja, wir hätten ja Verkartung angepult, hätte also bedeuten müssen, ist kein Strom dran. Vergreift euch bitte niemals an sowas, wenn ihr von sowas keine Ahnung habt. Ja. Damit könnt ihr Steuergeräte richtig schrotten, so richtig schrotten. Und uns bleibt es natürlich jetzt auch an der Stelle noch offen, wir haben es ja schriftlich, dass er es gemacht hat und wir können ja beweisen, dass es genau andersrum war, dass er falsch lag und nicht wir. Dass wir im Zweifel dort auch nochmal prüfen lassen, ob noch irgendein Schaden entstanden ist an dem Auto. Er hat halt vielleicht gedacht, er tut was Gutes. Aber wenn ich immer davon ausgehe, dass die anderen einfach keinen Plan haben und alle auf Deutsch gesagt einfach dumm sind, ja, wenn ich das den Leuten schon von Haus aus unterstelle, dann mache ich halt einfach das, was ich will, so ungefähr. Und das finde ich dann sehr dreist. Das ist ein Thema. Das nächste Thema war Tankgut. Wollen wir jetzt darauf eingehen, wie viel Sprit da jetzt im Auto war? Das ist Schwachsinn. Ja? Ich sag mal so, für eine normale Probefahrt. Genau, für die normale Probefahrt, die auch geplant war, hat es gereicht. Den sein Kumpel, der da mit war, hatte quasi uns, der hat auch eine Bewertung geschrieben, einen Sterne logischerweise. Der hat aber meiner Meinung nach noch ein bisschen galanter geschrieben, wortgewandter meiner Meinung nach und mit mehr, wie sollte man denn sagen? Sachlicher auch. Sachlicher einfach. Na ja, gut. Ja, doch. Untenrum kam dann trotzdem noch eine Untenrum Beleidigung. Kam dann noch eine Beleidigung rum, aber du, da stehe ich drüber. Ja, das sind halt Kindsköpfe. Das ist ja auch wahr. Ist ja noch nicht mal erlogen, ja. Weiter geht's in dem Text damit, dass das Auto Zündaussetzer hat und sie deswegen liegen geblieben sind. Richtig. Also in dem Text von dem, für den das Auto gewesen wäre. Ja. Der Kumpel schreibt wieder was anderes. Naja, die widersprechen sich. Also der eine schreibt, dass das Auto Zündaussetzer gehabt hätte. Der Kumpel, der mit war, der mitgefahren ist, der dann wohl einen Booster geholt hat, weil die Batterie einen Plattenschluss hat, ja, hat dann geschrieben, dass die Batterie quasi am Ende war. Genau, ja? Und deswegen liegen geblieben. Deswegen auch liegen geblieben sind. Also das ist schon mal so ein kleiner Widerspruch in sich. Zurückgekommen sind sie aber mit der Information, das Auto hätte immer wieder Zündaussetzer. Und sie sind wegen den Zündaussetzern liegen geblieben. Das wurde mir gesagt. Oder uns, wir saßen jetzt zusammen genau, am Tisch. Genau, wie gesagt, wir haben ja die Batterie geprüft und es ist halt so, wenn die Batterie einen Plattenschluss hat und man fährt halt ein bisschen zügiger an. Oder um die Kurve, dann schwappert halt die Flüssigkeit da drin rum, dann gibt es einen Kurzschluss und dann fühlt sich das vielleicht erstmal an wie Entzündaussetzer, aber prinzipiell ist dann halt kurz der Strom weg. Und dann kann die Karre immer ausgehen. Das ist erstmal so das Technische zum Groben, ne, was er behauptet. Dann haben sie ja gemeint, das Auto wäre in einem desolaten Lackzustand. Also ich glaube, er hat geschrieben, stark beschädigt. So wieder, wir hätten also behauptet, Zitat, auf den Fotos war nichts Negatives zu erkennen. Also man sieht alleine schon auf den Fotos von hinten, dass die Leiste hier, ja, das sieht man auch ganz deutlich, dass du hier einen Brief einwerfen kannst. Ja? Ja. Das sieht man wirklich sehr deutlich. Nur ein kleiner Ditscher an der Heckstoßstange wurde berichtet. Aha, das ist ein Sprachgebrauch, den gibt es bei uns nicht. Entweder es gab einen Schaden oder es gab keinen Schaden. Es gibt keine kleinen Ditscher oder Bagatell-Scheiße. Ich habe auch nochmal in die internen Infos reingeguckt vom Auto. Na? Da steht das halt auch nicht drin irgendwie. Da steht jetzt nicht Schaden hinten, sodass ich das vielleicht gelesen habe und dann gesagt habe. Da steht nicht zum Schaden hinten. Ja, das denkst du dir nicht aus, nee. Das weiß ich auch. Und bei der Autogesellschaft angekommen, mit dem Schlüssel zum Fahrzeug, welches auf dem Hof geparkt wurde. Schauen Sie erst einmal, wir kommen gleich dazu, das ist ungefähr so die Aussage in Kurzversion.
Bei Auto, ich lese mal so, wie es hier steht, bei Auto angekommen, fiel auf, dass die Batterie komplett tot war. Das hat man eben gerade. Also habe ich das Auto erst mal manuell geöffnet mit dem Schlüssel, was die Alarmanlage auslöste. Wie wir ja gerade festgestellt haben, dass es ohne Strom nie gehen kann. So warteten wir 20 Minuten, während derer feststellen mussten, dass das gesamte Auto schlecht nachlackiert war. Und jedes Karosserieteil, alle vier Türen, beide Stoßstangen, Motorhaube, Heckdeckel etc. stark beschädigt. Dellen, Beulen, Kratzer, Stöße bis auf die Grundierung. Auf Nachfrage bekamen wir dann Starthilfe für die Batterie und wurden auf die Probefahrt verabschiedet. Das haben wir dann richtig rum angepult, das haben wir dann geschafft. Nach 2 Minuten konnten wir im Auto kaum noch atmen und haben auch noch Minuten danach husten müssen. Weißt du, was ich vermute? Der hat das Ding verkehrt rum angepult und dann ist da ein Steuergerät abgepfiffen, die Lüftung ging an und was die geatmet haben, ist ein verschmorter Kabelsalat. Wollen wir wetten? Zudem fiel auf, dass das Fahrzeug leer war, weshalb wir noch einmal tanken mussten. Aber da habt ihr euch ja zusammen hier auf den Tankstand geguckt. Ja, genau. Wir haben zusammen geguckt und haben eigentlich zusammen festgestellt, dass er da theoretisch hinkommen müsste. Hin und zurückkommt. Ursprünglich ist ja der Plan, der Kunde kommt zu uns, macht eine Probefahrt. Wenn jetzt jemand eine Fahrt in eine besondere Werkstatt zum TÜV oder sonst was vorhat, dann ist das ja legitim und möglich. Wir gestatten sowas. Müssen wir auch vorher wissen. Warum? Hat auch planungstechnische Sachen. Wir müssen das also auch ein bisschen takten. Da kann ich einfach eh noch spontan 3 Stunden mit den Kennzeichen verschwinden. Ne? Wenn der nächste dann 1,5 Stunden drauf warten muss, das funktioniert halt einfach nicht. Und dann kommen die hier an und meinten, die wollen irgendwo nach Löbtau fahren, irgendwie 20, 30, 25 Kilometer rüber zu irgendeinem Jaguar-Spätzle. Oder irgendwas. Mach weiter. Egal. Ne? So. Dann sind sie dann so rübergefahren. Bei einem stärkeren Zündaussetzer ging der Wagen plötzlich aus und konnte durch die defekte Batterie nicht mehr gestartet werden. So standen wir auf der Kreuzung mit Warndreieck. Da wir Gott sei Dank mit eigenem Auto hinterhergefahren sind, konnten wir mit dem Auto einen Booster aus einer bekannten Werkstatt in der Nähe holen und das Auto wieder in Gange zu bringen. Zu dieser Werkstatt fuhren wir dann auch und mussten vor Ort feststellen, dass das Auto viele technische Mängel hatte. Das gravierendste davon war, dass die 25 Jahre alten Reifen auf dem Fahrzeug waren, bei denen schon das Gewebe zu sehen war, lebensgefährlich. Kommt hier noch als Bemerkung dazu. Gewebe, wo bist du? Ich will dich sehen. Also da ist zu viel Profil drauf, damit eine Karkasse rauskommt. Ja, weißt du, so wie es ist? Der Reifen hat noch 3 bis 4 mm Profil. Also dass da eine Karkasse rauskommt, halte ich für ausgeschlossen. Wieder bei der Autogesellschaft erzählte ich bei Rückgabe von den Erlebnissen und bekam als Antwort den Kommentar, dass sie eventuell mal den Preis erhöhen sollten, weil der Preis scheinbar nur arme Leute anlocken würde. Stimmt natürlich so nie. Fakt ist, dass ich ihnen angeboten habe, so, wir machen TÜV-Service und das alles, was in Verbindung damit ist, sprich um neue Reifen, ja, Dachhimmel muss ich selber kümmern. Und dann hat er gesagt, naja, und dann verkauft er den für 10. Hat er das so gesagt? Ja. War ist ja echt unverschämt, ne? Das würde man wirklich mal sagen. Wenn ich ihn für 10 verkaufen würde wollen, dann genau. Und ach ja, und darauf, da dass ich so ruhig geblieben bin. Dass du, ja. Ja, ja. Dann bin ich entspannt geblieben, habe mir das angehört, habe es entgegengenommen, habe dann halt entgegnet, dass es bei dem Auto irgendwie den Eindruck macht, dass es vielleicht sinnvoller wäre, den komplett fertig zu bauen. Also sprich, Felgen aufbereiten, Reifen, Lack, die Dellen raus, frischen Service, frischen TÜV und den zu einem anderen Preis anzubieten. Oftmals, das kennen bestimmt viele Händler, dass du so eine Leute hast, die dann kommen, die dann was Preiswertes nur noch billiger wollen. Er schreibt ja selber, dass das Auto günstig war. Und daraufhin habe ich halt ausgeführt, dass es vielleicht schlau wäre, das Auto offline zu nehmen, das komplett fertig zu bauen und dann irgendwie zu einem anderen Preis fertig anzubieten, sodass der Nächste, der kommt, einfach nichts groß zu heulen hat oder zu meckern an der Stelle, dass der herkommt und ein Auto vorfindet, was einfach komplett funktioniert. Ne? Jetzt hat er ja gesagt, das Auto wäre quasi ja im desolaten Zustand. Und überall Dellen und Beulen und naja, Kratzer und ja, also er guckt einfach mal sauber. Jürgen, mach mal ein paar Großaufnahmen, so gut wie es geht. Ja. Muss man ja ehrlich gestehen, nie so schön. Ja, er hat halt hier so, ne, seine Lackeinschlüsse. Er ist halt lackiert worden, ne? Das ist ja auch nur kein Geheimnis gewesen. Zumindest, ne, hier hat er dann seine Einschläge. So, ne, das ist ja auch im Preis drin. Ne? Also die Türen werden auch gemacht. So. Deswegen gibt es da jetzt eigentlich meiner Meinung nach nichts zu heulen. Er hat auch nie zu mir gesagt, das war auch relativ interessant. Er hat mit keiner Silbe erwähnt, dass die Reifen porös waren und in keiner Silbe erwähnt, dass die Karkasse rausguckt. So rum, Entschuldigung. Porös hätte ich ja noch stehen lassen. Na, die sind halt porös, klar, nach 25 Jahren, logisch. Und er hat in keiner Silbe erwähnt, dass der Lack ihn als neuwertig und nachlackierungsfrei beschrieben wurde.
Das hatte ich mit Kind und Silber erwähnt, ganz im Gegenteil. Da saß mir gegenüber, nebenan links lief der Fernseher mit unseren YouTube-Videos. Und der guckte mich so an. Ich gucke ja den Leuten ins Gesicht, wenn ich mit ihm rede. Ne? Und der macht immer so. Da habe ich schon gedacht, muss ich jetzt eigentlich weiterreden oder kann ich jetzt aufhören? Interessiert sich überhaupt, was ich hier erzähle? Hat ihn gar nicht interessiert, gefühlt. Das ist auch unaufbereitet, unpoliert. Man kann hier mit Sicherheit noch was finishen. Aber eins ist wirklich nicht schön. Was denn? Aber die Stoßstangen. Genau, die Stoßstangen, no? Die sind halt hier. Sieht man ja auf dem Bild. Wir haben dieses Bild, können das Bild einblenden, dann sieht man das. Die sind hier völlig zerdellt. Also die Leisten kriegst halt du aber gekauft, das ist überhaupt nie das große Thema. Die gibt es zu kaufen, die sind nicht billig, aber die gibt es. Ne? Außerdem habe ich einen Dellmischer da schon mal reingeholt und gesagt, hier, mach mal, er kriegt das wieder hin, einigermaßen, nie alle, aber die meisten, so dass es okay aussieht. Und das war dann also so der Tenor. Und jetzt wurde es dann doch noch, damit kann ich ja leben. Das ist jetzt okay ein Jammern und okay Geheule, damit kann ich leben. Mit solchen Ausführungen, er sieht es halt anders als wir. Und ist behauptet ja so, halt. Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ist einfach so. Das ist halt normal. Ne? Sein Kumpel hat ja in dem YouTube-Video auch aufgefordert dazu, dass wir doch mal bitte die Wahrheit sagen sollen. Als Kommentar. Ne? Als Kommentar. Ne? Mhm. Und das machen wir jetzt mal, ne? So ganz komplett. Wie wir eben so sind. Ich meine, wir sind ja dafür bekannt, dass wir ständig lügen. Das machen wir ja am liebsten. Wir sind ja Autohändler. Wir lügen ja immer. Ich kann ja mit einer gewissen Auslegung der Tatsachen irgendwie leben. Jeder hat ja seinen eigenen Blick auf die ganze Sache. Das muss man akzeptieren. Darüber rege ich mich auch nie auf. Worüber ich mich aufrege, ist einfach jetzt das, was jetzt kommt. Ja? Auch wenn ich etwas enttäuscht von der Falschaussage am Telefon, dem tatsächlichen Zustand und dem allgemeinen Service war, fand ich das Angebot, bei Verkauf alles zu beheben, grundsätzlich in Ordnung. Das ist noch fair. Das ist absolut fair. Das ist legitim. Da gehe ich mit ihm. Ja? Hat er auch gesagt. Und da waren wir auch eigentlich sympathisch an der Stelle noch. Ne? Da habe ich gedacht, naja, ist in Ordnung, wisst ihr? Dann denkt er mal drüber nach und vielleicht klappt es ja. Auch wenn mir einen solchen Deal natürlich mittlerweile das Vertrauen in der Autogesellschaft fehlte. Ja, ist sein Recht, ist ein gutes Recht. Ne? Dennoch verabschiedete ich mich höflich und bedankte mich für die Zeit. Ja. Was er jetzt hat aber hier an der Stelle vorweg vergessen ist, dass er, nachdem er mir erzählt hat, dass er für den Jaguar ja viel weniger bezahlen würde wollen, dann irgendwie auf dem Porsche 996, wie ich eben auch schon ausgeführt hatte, umschwenkte und ich ihm dann quasi auf Deutsch gesagt noch die Geduld entgegengebracht habe und meine Zeit, um ihn dahingehend auch noch ein bisschen zu beraten. So dumm bin ich gewesen. Nach Feierabend übrigens. Da waren wir dann weit hinter 13.30 Uhr oder irgend sowas. Ja? Und so blöd bin ich gewesen. Das habe ich dann auch noch gemacht. Und habe ihn auch ernst genommen und habe ihm seine Fragen ernsthaft beantwortet. Ja, Lisa saß da daneben. Vor allem, wenn mir das Vertrauen zum Händler schon fehlt, warum will ich ihn denn da einen anderen? Ja, fragst du ihn nach, irgendwie nach Rat hier und was mit 996 und so und Wertzuwachs und so und kann man noch billig kaufen, das war so der Tenor. Ja. Na? Und darauf bin ich halt ein bisschen eingegangen und habe mit ihm darüber geredet. Es haben ja drei Leute die ganze Sache bewertet. Insgesamt fünf oder so. Ja? Die drei, die da waren und dann haben sie noch mit Fake-Accounts noch mehr bewertet. Ja, sechs Stück insgesamt. Ne? Sechs Stück insgesamt, ja. Ein-Sterne-Bewertung. Da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Der eine, der zweite bewertete, sein Kumpel, der mit war, hatte mich ja quasi als arrogant und so sinnbildlich, erst als ich mitbekommen hatte, was er für einen Job hat, habe ich ihn ernst genommen. Pass mal auf, das will ich jetzt mal eine Sache klarstellen. Was du für eine Arbeit machst, ist mir scheißegal. Warum wir da überhaupt darauf zu sprechen gekommen sind, hat einfach nur der Tatsache entsprochen, dass er zu mir sagte, dass er die Lackierung im Zweifel viel billiger hinkriegen würde. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob er was mit Autos zu tun hat. Und daraufhin hat er mir erzählt, dass er was mit Lackierung zu tun hat. Nur so kam das zustande. Mhm. Fakt. So, und wenn ich dann so arrogant wäre und die Leute hier nie ernst nehmen würde, dann hätte ich gesagt, was, die wollen mit dem Ding fahren? Wohin? Nach Löbtau rüber? Vergiss es. Da hätte ich gesagt, was, nie geplant, nie abgesprochen, Pech gehabt. Das hätte ich auch machen können, weil ich so arrogant bin. Und das ist halt das, du bringst Vertrauen entgegen und wirst dafür im Zweifel auch noch verarscht. Weil verarscht kam ich mir nämlich vor, als der dann anfing zu erzählen, dass er sich ja eigentlich viel mehr für eine 996 interessieren würde. Nachdem der zwei Stunden lang mit unserem Auto rumgefahren ist und insgesamt Zeit scheißegal, aber mich dann eben hier noch irgendwie genötigt hat, mit mir über den Preis zu verhandeln. Und sein Kollege behauptete ja, dass wir quasi Kindsköpfe wären oder albern oder dumm oder was weiß ich, wie er uns nennen will. Geht eigentlich schon wieder viel zu lange, das scheiß Video.
Das ist einfach Fakt. Eigentlich soll es nur 5 Minuten gehen, aber du musst es, wenn... Jetzt machen wir noch schnell den Rest zu Ende und dann sind wir ja fertig. Genau so. Nun, dann haben wir einige Tage später. Samstag hatte, Nachmittag, abends hat sich keiner an uns gestört von den dreien. Sonntag keiner. Montag keine Bewertung. Dienstag keine Bewertung. Mittwoch ging abends das nächste Video, wo die eben auch kurz erwähnt wurden. Mit 2 Minuten oder 3 Minuten. Und am Donnerstag, Mittag, ging die Bewertungs... los. Ja? Ich wundere mich ja auch nicht. Wer die Wahrheit sagt, das habe ich schon immer gesagt, braucht sich nicht wundern, wenn er Echo zurückkommt, was nie besonders wohlwollend ist. Das weiß ich auch. Das ist mir bewusst. Ja? Damit kann ich wohl leben. Dann hat sein Kumpel noch bewertet. Da habe ich gedacht, naja, gut. Der war eben auch noch dabei. Ja? Da fand ich ja die Bewertung noch einigermaßen erträglich. Und dann bewertet er noch seine Lebensgefährtin oder was ich, wer das auch immer ist, die Frau, die da mit war, auch noch und dann noch 2 Fake-Profile hinterher oder 3. Wo ich dann gesagt habe, so, pass auf, Keule, jetzt hast du einen Punkt erreicht. Da brauchst du dich dann nie wundern, wenn er dann nochmal am Rampenlicht steht. Was? Weißt du, was das Traurige an der ganzen Sache ist? Niemand, er war anonym. Ich habe ihn auch komplett anonym gelassen. Jetzt hat er sich selber ins Rampenlicht gezogen. Der ist ja selber Unternehmer. Der hat selber ein Unternehmen. Ich könnte genauso mit Kacke zurückwerfen. Und das, da weiß ich ganz genau, das hat ihn so hart getriggert, dass der gar nicht mehr darüber nachgedacht hat, was er da jetzt eigentlich genau schreibt. Und jetzt geht's weiter. Und da haut er dann wirklich einen Richten raus. Er schreibt ja in diesem Video, was wir gemacht haben, über ihn quasi. Also ganz zu übertreiben wollen wir es ja mal nie. Es ging nie um ihn. Die Frage in dem Video war eher X-Pipe. Das ist hier die Frage, ja oder nicht, ja oder nein. Ne? Das war eher die Frage gewesen. S500 war eigentlich der Trainer. Für ihn hatte sich in dem Video eigentlich niemand interessiert. Nur sein Kumpel. Der war so ziemlich der Inche. Ja? Das muss man jetzt mal an der Stelle nochmal sagen. So. Also es wäre ja komplett unterm Radar vorbeigefahren. Ja, und niemand hätte irgendwas gewusst. Und niemand hätte gewusst, niemand hätte gewusst, wer das war, ja. Wo der herkam, was der macht. Jetzt wissen sie, jetzt wissen es ja jeder. In diesem wird massiv und teilweise nicht wahrheitsgemäß über unseren Besuch gelästert. Ne, es wird die Wahrheit gesagt. Wir lästern, wir sagen einfach das, was war, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit vertragen halt einfach nie, verdrängt einfach nie jeder. Die wollen das nicht hören. So, weißt du, ich bin? Ich empfinde das Probefahren eines Fahrzeugs mit anschließendem Gespräch als alltäglich und verstehe in keinster Weise, warum das für die Autogesellschaft ein Anlass ist, ihre Kunden zu verleumden, welche extra 450 Kilometer zu ihnen gefahren sind, um ein Auto zu besichtigen. Bei dem scheinbar betrügerische Hoffnung besteht, einen Käufer zu finden, dem die zahlreichen Mängel nicht oder in einem geringen Maße auffallen, als es bei mir der Fall war. Absolut unprofessionell, ich möchte vor dem Laden warnen. Wenn wir doch so betrügerisch sind und in der Hoffnung sind, dass der Kunde damit der Karre quasi sich in den Nesseln setzt und wir denen das überhelfen können, warum verkaufen wir dann ein Auto mit Gewährleistung? Auch dieses? Das ist schon mal Punkt 1. Schließt mal ja nicht aus, wir machen auch keinen Kundenauftrag. Das ist unser Auto, wir verkaufen das auch. Punkt 2 ist, wie viel Sinn würde es denn dann machen, wenn ich außerplanmäßig dir das Auto mitgebe zu deinem Werkstattspätzle des Vertrauens und du mit meinem Auto dich hier vom Hof verkrümelst und ich überhaupt nicht weiß, was er in der Zeit macht? Das ist ein enormer Vertrauensbonus-Vorschuss. Es gibt Händler, die akzeptieren sowas überhaupt nicht. Da kannst du auf die Bühne bei denen in der Firma oder zum nächsten TÜV um die Ecke. Na, wenn überhaupt. Und wenn, dann ist der Händler dabei. Normalerweise musst du es auch so machen. Genauso musst du es auch machen. Genau wegen solchen Leuten. Das empfehle ich eigentlich auch jedem, um ehrlich zu sein. Weil du siehst ja, was im Zweifel dabei rumkommt. Mit der betrügerischen Geschichte, da habe ich schon überlegt, so, pff, das ist schon hart über die Grenze hinaus. Und die haben es aber auch nicht für nötig gehalten, uns mal anzurufen, als das Auto liegen geblieben ist. Das halte ich ja eigentlich für das Mindestmaß, dass man dann zumindest immer zum Telefon greift und sagt, hier, wir sind hängen geblieben, aber wir helfen uns jetzt erstmal selber. Na eben, mit deinem Auto, mit deinem Kennzeichen. Genau, da möchte ich gerne als Händler überformiert werden, weil im Zweifel fahre ich nämlich selber hin und gebe einen Booster mit. Trotzdem, also eine Bewertung hin oder her, das ist ja alles gut. Alles gut. Aber so ein paar Äußerungen sind dann halt echt immer gefährlich, finde ich. Nö, also ich sag mal ganz ehrlich so, und jetzt geht's ja weiter. Dann hat da der Kollege hier bewertet, dann seine Freundin, dann nochmal seine Freundin mit einem Zweitprofil und dann nochmal irgendjemand anders. Wahrscheinlich auch irgendein Fake-Profil mit einer Rezession. Alles am gestrigen Tag, innerhalb von ein paar Stunden. Das finde ich eigentlich das Schlimme daran. Sogar, so, ne? Das heißt also, für mich im Umkehrschluss, dass er sich offensichtlich so hart angepisst fühlt, auf Deutsch gesagt, ich nenne es mal nicht getriggert, dass der Wut entbrannt, in die Tasten gehauen hat und alle seine Kompagnons und Freunde, die da mit waren oder was weiß ich, animiert hat, hier negativ Bewertung reinzukrachen bei uns über Google 1 Sterne. Warum macht man sowas? Das hat für mich nur einen einzigen Hintergrund, uns als Unternehmen, mir persönlich versuchen, nachhaltig zu schaden. Das meine ich mit vollem Ernst. Das hat keinen anderen Hintergrund,
als uns nachhaltig zu schaden, weil er sich mit der Wahrheit konfrontiert offensichtlich nie wohlfühlte. Und ich möchte mal wissen, wenn ich zu ihm gekommen wäre und hätte das Spiel andersrum gespielt, was er dann zu mir gesagt hätte. Ne? Mhm. Und offensichtlich fehlt ihm auch der Mut, mir das persönlich irgendwie zu sagen. Ja, genau. Eine E-Mail zu schreiben, anrufen oder einfach in WhatsApp hätte ja gereicht, das Diensttelefon hier. Sag mal, die Ausführung gefällt mir gar nicht. Pass mal auf, ich sag's jetzt so, wie es ist. Wenn das Video online geht, das wird wahrscheinlich dann am Sonntag online gehen, sehr wahrscheinlich. Gebe ich Ihnen quasi Frist bis Montagabend die Sachen zu korrigieren, zu löschen. Also ich akzeptiere, dass er eine Bewertung schreibt. Ich akzeptiere nicht, dass sein Freund nochmal dasselbe schreibt. Ja, du gehst ja unten ins Restaurant, einer bestellt ein Essen und alle drei bewerten. Und die anderen haben nur daneben gesessen und geguckt. Das ist für mich schon sehr ins selbe Horn blasen, das Ganze, und hat für mich nichts mit sachlicher, konstruktiver Kritik zu tun, sondern einfach nur mit nachhaltigen Schaden. Das kann ja jeder sehen, wie er will. Deswegen am Montagabend, wenn dort sich nichts tut an der Stelle, würde ich dann die ganze Angelegenheit mich gezwungen sehen, dass leider dann den, wie es eben dann leider nie anders oftmals geht, den Rechtsweg einzuschlagen. Und ich kann dir jetzt schon aus Erfahrung heraus sagen, das wird ganz schön teuer. Und ich werde es nie sein. Das kann ich jetzt schon sagen. So, ich denke, das muss man jetzt mal loswerden, weil wir lassen uns ja schon als Autohändler, denke ich, nie so wenig gefallen. Aber irgendwo ist der Punkt erreicht, wo man dann auch mal sagen muss, jetzt ist gut. Ja? Und hier hat man uns wirklich genötigt, darauf einzugehen und das nochmal richtig zu stellen, wie es auch wirklich Tatsache war. So, aber der Enrico hat sich, auch wenn man das jetzt nicht denkt, aber glaubst mir, ich habe mir die Laune deswegen nie verderben lassen, weil dieses wunderbar geile Kfz hier bei uns endlich eingetroffen ist. Wochen hat es gedauert. Ich hatte noch nie einen kurzen Blendi. Warte kurz. Ehrlich nicht. Und das Ding ist so schweinegeil. Das ist ja eigentlich schon wieder zu geil, um wahr zu sein, oder? Das ist wirklich schick. Hier hat er mal irgendwo was drauf. Ist irgendwo dagegen gefahren, drauf gefallen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob man hier rankommt von innen. Ob man das retten kann. Die neue Plastik hier rein, neues Standlicht. Und dann geht es hier ab und hier drüben hat er auch noch ein Ding. Wenn ihr ein Video dazu sehen wollt, dann immer raus damit in die Kommentare hinein. Alter, der Zustand im Innenraum. Ich habe ja schon einige Land Rover Defender gehabt. Ja? Also meistens fünf, also eigentlich immer fünf Türe. Wir hatten auch schon mal einen Defender Tomb Raider Edition, sprich als Pickup mit Ladefläche hinten dran, Doppelkabine. Ja. Schweinegeil. Man muss jetzt wirklich sagen, dass der vom Zustand her auch mit den Beulen vorne für einen Landy, ja, einen super coolen Zustand hat. Der kommt aus Italien, ist halt, auch, sieht man auch schon, ne? Normalerweise ist hier eigentlich alles gammelig, hier unten. Das läuft doch überall die Sicherung raus, ne? Genau, eigentlich. An den Scharnieren. Eigentlich normalerweise gammeln die Dinger quasi fast in jeder Ritze dann. Es gibt einen Checkheft dazu, der hat auch wenig runter. Und ich sag's mal so, wie es ist. Er sieht zwar aus wie ein Hardcore-Geländefahrzeug, aber ich glaube, das war eher ein Lifestyle-Teil. Ne? Stoßstangen hier. Das gehört nicht dran. Die Reifen gehören nicht drauf. Ich glaube sogar die Felge, ich glaube, die könnte Serie sein. Der Bullbar gehört nicht dran. Die Zusatzbeleuchtung gehört nicht dran. Die Zusatzbeleuchtung oben gehört auch nicht dran. Der Windfang gehört nicht dran. Also muss ich schon sagen, ist echt ein geiles Exemplar. Also der war auch teuer. Das muss man auch sagen. Der war wirklich teuer. Wollen wir mal anmachen? Ja. Das ist zu geil. Ja. Oh, Alter. Wie wiegt was? Meine Güte, ist das schwer, das Ding. Alter Verwalter. Und? Ja, sieht okay aus. Diesel, beim Diesel ist das Öl nach gefühlten 5000 Kilometer wieder Kohlraum schwarz, ne? Er hat eine Klimaanlage, das ist sehr schön, der elektrische Fensterheber, das ist sehr, sehr schön. Und was mich freut, er sieht sehr trocken aus. Auf den ersten Blick zumindest, ne? Was ich hier so sehen kann. Ist nichts vergammelt, das ist halt beim Landy ein echtes Thema. Und dann sind die Dinger im Innenraum, weil es sind halt Arbeitsfahrzeuge. Ich weiß, dass die Dinger oftmals für mittlerweile, seitdem sie auch nicht mehr produziert werden, sind die Preise auch massiv gestiegen. Mhm. Der neue Defender ist halt, naja, hat mit dem ja gar nichts mehr zu tun. Nee, null. Leider mal. In der Theorie und Praxis sind es komplett verschiedene Autos. Und für Nostalgiker ist das halt so das Nonplusultra und das Master Dinge. Das Auto wurde ja, ich weiß gar nicht, 60 Jahre so produziert oder fast 70. Das ist schon, ja, typisch Enrico, ne? Schwarze Pfote. Jetzt wird es ja schon wieder ein Vorstellungsvideo, weil ich ja schon wieder so verliebt bin. Ne? Na eben, ja. Schlimm eigentlich, ne? Eigentlich wollten wir ja noch mal kurz zeigen, was neu gekommen ist.
schon mal die Zusatzleuchten versucht anzumachen? Ja, an den Dingern in der Mitte. No, no. Und geht das? Ja. Sag mal, ja. Geil, oder? Ja, super cool. Warte mal. Das wird doch schön. Nur Schwäß, hab ich schon gesehen. Super. Oh, okay. Wir wollten ein Video sehen. Na dann. Jetzt müssen wir bloß gucken, ob das hier alles durch den Hüft gehen kann, ne? Ich weiß es eben nicht. Ob die eine Nummer haben oder sonst was. Die ist eine Abdeckkappe theoretisch drauf, oder? Die müsste ja eigentlich ja, runter. Ja, ich glaube, dass das, genau. Ne? Und, schön da oben. Ehrlich. Manche bauen sich ja hier so eine Terrasse drauf. Ja, das ist geil, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, ne, wenn ich die Kinder manchmal sehe, wo die überall hoch und runter klettern, dann würden wir uns alles brechen. Wirklich. Ehrlich. Hast du ja früher auch gemacht, ne? Gottes Willen, ne? Aber das finde ich halt geil, ne? Das muss ich zeigen. Ich muss mal hinstellen. Ja. Aber komm mal, dann nochmal. Ne, komm, das geht jetzt zu weit. Ja, Vorstellungsvideo später nochmal. Mach ein Vorstellungsvideo, komm. Wir müssen weiter. Machen wir noch eine aus. Umwelt schon. Aber Fabian. Nicht schon wieder. Was ist denn mit dem? Jedes Mal. Was ist denn? Da rennt er rein und will wieder zurückgehen und schafft es nicht. André, was ist denn los? Ups. Bist du genervt oder was? Das kann ja mal passieren, oder? Wieso? PC ist ausgefallen, Tastatur ist kaputt, Dativ läuft nicht. Okay, wenn der André wegen seinem Computer schlechte Laune kriegt, dann möchte ich mal wissen, was passiert, wenn wir mal die Rollen tauschen. So, dann haben wir gekriegt, muss ich mal selber kurz überlegen, A6 Biturbo 4G, den man ja sehen kann, unschwer. Ein wahnsinnig schönes Kfz, muss ich sagen. Schön mit LED. In außen, explosiv, Rotor 20 Zoll, Pano, Phantomschwarz. So, und pass auf, hier hätte bei diesem wunderbaren Kfz, hier hat der Kollege fast einen Deal verkackt. Der Käufer, auch ein cooler Typ, hat einen VW CC, kein Passat CC, sondern VW CC, den weißen, den wir mal im Video gezeigt hatten, gekauft oder hat sich dafür interessiert. Und der Kollege hat das falsch verstanden, was für ein Auto damit bringt. Der hat gedacht, der bringt irgendwie einen alten Misthaufen BMW mit und will dafür irgendwie einen Haufen Geld haben, sagt der Tom so. Ich so, hä? Also der Kollege so. Dann sag ich so, hä? Erzähl noch mal ganz kurz, was für ein Auto? Dann hat er so ein bisschen geschildert. Ich sag, also mal ein bisschen klar darüber, dass das ein 530i mit M-Paket ist. In einem, meiner Meinung nach, jetzt ist es komplett dreckiges Auto, ne? Ja, trotzdem. In einem echt coolen Zustand mit Steptronic. Ja, guck mal hier rein. Ne? Shadowline. Vollleder, Shadowline, Schwarzdachhimmel, halt im Sportpaket, Sitzheizung, elektrisches Lenkrad, Memory-Sitze, Schiebedach. Kunde, was geht? Also, aber du kannst ja nicht vorbeigehen. Und jetzt mal ohne Scheiß hier, ne? Also auf den ersten Blick sieht das ja ganz okay aus, ne? Also, hier ist Geschmackssache. Kann jeder machen, wie er will. Also ich finde, das ist nahezu spektakulär. Das sind halt so die Kommunikationsprobleme. Ja. Und so ein Auto musst du ganz anders taxieren. So ein Auto kostet noch richtig Geld. Vor allem in meiner Meinung nach in dem Zustand. Was hat denn der runter? Ich glaube 180. Okay. 180, 190, müssen wir mal gucken. Es war knapp an der 200, drunter aber noch. Dann haben wir den Caddy bekommen. Der Caddy ist aber auch interessant. Wollen wir den mal zeigen? Ist mega. Das ist eine Bude, da kannst du drin wohnen. Wenn du mal zu Hause rausfliegst, kannst du da einziehen. Der ist sehr voll ausgestattet. Und wie man hier sieht, ist hier quasi so eine Art Bett drin. Schmeißt die Rückbank um. Klappst das Bett rum und kannst zu zweit drinnen pennen. Geil, das ist hier mit das den Dingern auch. Mit den Taschen, mit dem Taschensystem und so. Ne? Ich glaube, es gibt auch irgendwo so eine Art Tischmöglichkeit, die man rausstellen kann und so. Da gibt es dann auch noch so ein Set, was man dazu kaufen kann, was zum Campen. Und ich meine, das hätte ich auch mal gesehen, kannst du hier auch noch so abhängen, damit du dann dich hier umziehen kannst und so ein Zeug. Auf jeden Fall muss ich sagen, feiere ich das Auto extrem, weil sowas habe ich noch nie gehabt. Wenn du halt minimalistisch unterwegs sein kannst, also wenn du jetzt den ganzen Prunk und Protz immer brauchst, ja, und einfach nur irgendwo pennen willst, kannst zum Angeln kannst damit fahren. Du kannst damit einfach mal ein Wochenende an die Ostsee brettern oder was weiß ich, an den Starnberger See oder sowas. Schmeißt du ins Dachzelt aufs Dach? Genau, du kannst ein Dachzelt noch drauf knallen. Ist ja so. Ja. Lisa hat ja recht. Du hast ein Dachzelt oben drauf, geht's ab, du unten die Kinder oben. Ja. Da hat sogar eine Anhängerkupplung. Schön. Da kannst du Fahrräder mitnehmen. Genau, deswegen. Ne? Also kannst du schon echt, das ist wie auf minimalsten Raum alles. Und das Tolle ist, es bleibt ein vollwertiger Caddy. Also ich finde es cool. Und ist so hübsch gemacht, muss ich sagen. Also ich war von dem Auto, ich habe mir das wirklich eine Weile lang angeklotzt. Normalerweise denke ich nicht so lange über so ein Auto nach, aber ich war echt erstmal fasziniert und habe erstmal überlegt, okay, wer braucht das? Aber da wir ja selber campen, ist mir dann irgendwann klar geworden, naja, vielleicht einer, der Bock hat auf Campen. Ja, was viele, glaube ich, mit so einem Auto auch machen, habe ich auf dem Campingplatz in Italien am Gardasee gesehen, ist, die rösten mit so einer Karre los und bringen sich halt ein großes Zelt mit. Mhm. Und wenn das Wetter so richtig assi ist, kannst du dich da drinnen verkrümeln, ne, kannst dort nochmal dich zurückziehen, ist halt nicht so klamm alles.
schon ein Unterschied, ne? Ja. Ob du in einem Blechkasten schläfst oder in einem normalen Zelt, dann, wenn es richtig regnet. Ne? Aber geil, so ein richtig spontanes, flexibles Auto. Geil. Ja. Ne? Also wenn dir einfällt, du, ich habe jetzt gar keinen Bock mal weiterzufahren, na dann. Hat ohne Standheizung. Nur deswegen habe ich es irgendwie gekauft, weil ohne Standheizung macht es meiner Meinung nach keinen richtigen Sinn. Ja, wenn du nachts anfängst zu bippern, fängst du nie an, die Karre anzulassen am Campingplatz. So, aber ich finde den wirklich cool, weil er halt auch von der Ausstattung her quasi alles hat. LED, Standheizung, Navi, volle Bude. Also das ist wirklich toll. Wollen wir mal kurz von vorne zeigen? Ja, zeigen es mal von vorne. Geil. Ist geil, wie das Ding da steht. Geil. Ne? Krass. Eigentlich ein geiles Zugfahrzeug, weil mit dem Ding kannst du 3,5 Tonnen ziehen, easy. So geil, dass der so kurz ist. Ne? Ich feier das. Ja, ich finde auch kurze G-Klassen geil. Du bist halt übelst wendig mit dem Ding. Ne? Ja. Extrem, vor allem im Gelände oder beim Rangieren bist du übelst wendig. So, so, hier haben wir jetzt die Abgasanlage getauscht. Hier ist aber auch schon auseinandergebaut. Teile sind jetzt bestellt, wie man sieht. Ne? Der John hat hier schon ganze Arbeit geleistet. Teile sind geordert, da warten wir jetzt drauf. Navi, Antenne, wird sich der Kunde freuen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir dann nächste Woche TÜV-Termin haben, hoffentlich, dass wir gleich drankommen. Dass sie dann. Ciao. Mach's gut, mein Lieber. Dass sie dann das dann absegnet. Ne? Wir messen dann nochmal DB, machen wir dann gleich selber nochmal. Ich möchte mal wissen, was das hier eigentlich für ein spezieller Schlüssel ist von dem Defender. Das ist zu wild, Kunde, oder? Mhm, das ist irgendwas Wildes. Hm, naja, egal. Ach, und hier. Was? C63 verkauft nach Dänemark ist er gegangen, ne? GLC Coupé ist gegangen nach Tunesien. Krass, ne? Tunesien. Also echt wild. Das ist schon krass. Dann haben wir ja XC60 verkauft, der ist ja schon weg. Der ist wieder da. Kommt auch noch ein Video dazu. Man kennt ihn. Ah. Aber der ist ja auch vom Feinsten hier. Mein persönliches Highlight. Ja, der Dicke hat gesagt, ich gehe hier nicht weg, ich bleib hier. Und da hat das Auto gesagt, Feierabend jetzt. Ey, wirklich, Auto fertig, ne? Alles gemacht. Auto fertig. Und was passiert? Pass auf, zwei Sachen sind passiert. Der John, oder Mitarbeiter aus der Werkstatt, hat gemeint, der muss die Frischlack-Stoßstange kleiner machen. Den Kratzer verpassen. Ach, das war das Auto. Und das Auto hat sich verabschiedet und wir vermuten, dass der Kabelbaum nach Hause ist. Und jetzt haben wir eine Firma gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir die zwischenzeitlich endlich mal erreicht haben, welche die Kabelbäume anfertigen konnten. Das ist noch nicht mal so teuer, ne? Also man redet ja immer von 3.000, 4.000 Euro. Wir haben bei Mercedes nachgefragt, da hieß es, die lieferbar kostet ab 3.000 Euro aufwärts. Lieferdatum unbekannt oder irgendwie so. Ist nicht planbar. Problem ist jetzt hier einfach, das ist halt die größte Scheiße. Der Kabelbaum wird ja händisch geknüpft. Du baust den alten aus, schickst ihn dahin und dann knüpfen die den nach an so einem Reißbrett da. Ja? Krass, so. Und das kostet Handarbeit. Problem ist, die haben wahrscheinlich auch keine Langeweile und das dauert. Jetzt haben wir halt überlegt, ob wir, die haben auch einen YouTube-Kanal, diese Firma, ob wir mit denen vielleicht irgendwie Kooperation machen könnten. Ob wir vielleicht sagen, okay, komm, wir zeigen, wie wir das hier einen ausbauen und ihr zeigt, wie das Ding geknüpft wird. Und was sie beschleunigen so ein bisschen. Vielleicht haben wir das Glück und die sagen, okay, komm, wir ziehen euch ein bisschen vor. Mhm. Aber wobei das den anderen gegenüber ein Unfall wäre. Ne? So, da haben wir unseren T5 Business Bus, das ist ja bekannt. Da haben wir jetzt selber das Zepter nachgehört. Lisa, hast du das jetzt hier ausgehört mit dem Business Bus? Was habt ihr jetzt hier gemacht? Wenn du es ganz hoch machst, na, kannst du ja hier hinten rum, zack. Das ist unterste. Aha. Schön. Höher geht ja nicht, ne? No. Das ist einfach nur eine ganz kleine Plastennase, die dafür sorgt, wenn du es weiter hoch machst, in eine Metallnase wegschiebt. Ah. Und die hat vorne eine Schräge dran, die habe ich mit dem Taschenmesser wieder schräg gemacht, weil die war ein bisschen rund gelutscht. Mhm. Und da ist diese Metallnase dagegen. Mhm. Und dann oben drüber anstatt aha, unten drüber. Aha. Also hat es nicht mehr gerastet, genau, weil es war okay, immer in der Ausbildung. Also war eine Reparatur in Anführungsstrichen von 0 Cent und einer Stunde arbeiten. Naja, das Einzige, was halt noch fehlt, ist hier diese Kappe. Die Blende, ne? Es funktioniert zwar jetzt alles so, ja, das geht ja auch. Hm, gut, also das geht. Das schön funktioniert. Beim Tisch haben wir jetzt nur das Problem, du hast immer einen dicken Motor, der no, das Ding rausholt, auf den Zahnriemen drauf greift und den hochschiebt. No. Das Problem ist, dass der einen kleinen Servomotor hat noch, hier, der das anlupft, also nach außen schiebt. Boah, läuft das nicht geil? Das läuft übelst geil. Ich war so fasziniert, als ich das erste Mal gesehen habe, ohne Mist. Und wenn ich den Tisch per Hand rauskippe, ach, das ist irgendwie komisch gemacht. Ja gut, das ist eigentlich dafür gedacht, dass du dort sitzt und bedienst. Ja. Egal. Aber so geht's. Es ist nur, dieser kleine Servomotor hat eine Rutschkupplung drin und die ist jetzt Schrott, weil entweder lag was drin und hier stand was davor. Na, der John hat ja auch noch was da drin gefunden. Mhm. War es ein Koks? Fernbedienung lag hier unten in der... Hat bestimmt irgendeiner reingeschmissen. Noch die 25. Fernbedienung zum Auto. Oh, sehr gut. 6 Fernbedienungen haben wir bloß. Ah, das geht, das ist überschaubar.
konnte ich kein durchdrehen. Das ist das Geilste, was ich glaube jemals gesehen habe. Wie so ein Tisch ausfahren kann. Ich wusste gar nicht, dass es sowas sensationell. Warte, nochmal. So hier, ne? Da musst du nachhelfen. Und dann geht er irgendwie zu. Muss ein bisschen drücken. Ja. So, ne? Und dann ist er zu. John, die Abgasanlage, die Endtöpfe müssen wir noch umhängen dann, oder was? Probleme, ich höre immer nur Probleme. Ich denke in Lösung. Warum, was ist denn los? Die Endstücke kriegen wir auch nicht dran, ne? Weil wir bei dem originalen ein Rohr haben, von hier zwei. Warum geht das nicht? Kann ich die Töpfe einfach übernehmen? Kannst du machen, aber wenn das nächste Mal angehalten wird, ist dann das nächste, was. Denkst du, ist das dann zu laut? Ich denke eher, das ist in Kombination zu laut. Der Topf ist ja laut, bestimmt. Keine Frage. Wir haben jetzt den kompletten Mittelschalldampfer. Na genau, richtig. Genau, vielleicht ist das schon leise. Genau, das denke ich nämlich auch. Deswegen muss ich das voll. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen da mal eine dB-Messung, wie laut jetzt ist, wie viel Luft wir haben. Dann hängen wir die zwei Töpfe mal drunter. Müssen wir das mal aufflexen? Ja, genau. Das hier. Genau, dort genau aufmachen, wo schon geflext wurde, da versaust du nichts. Hm. Ja, und hängen die mal drunter. Da bleibt der Look und ich hoffe, dass wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bleiben. Also, man könnte jetzt aber, um die Optik zu erhalten. Problem ist, dass das Rohr mittig rausgeht. Aha, scheiße. Ich habe euch schon überlegt, lässt ihr ins genau. Frei, ja. Aber es ist nicht so. Können wir jetzt mal wegen dem Jaguar quatschen? Was ist mit dem Jaguar? Ja, ich habe einen Kunden. Aha, okay. Jaguar, mit dem wir heute schon geredet haben. Was ist damit? Der möchte wissen, wie viel er zuzahlen muss, damit er ein perfektes Sammlerauto kriegt. Geile Frage. Neue Pirelli-Reifen. Das ist keins ist, weiß er. Man will ja ein bisschen im Rahmen bleiben. Ne? Mhm. Dachhimmel, denke ich mal, bist du wahrscheinlich beim Taui. Hat man schon mal überschlagen. Lackieren die Kiste. Ein Teil würden wir ja noch machen. Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt alles so, dass alles schön aussieht. Genau. Beide Seiten links, rechts, so dass eben mal komplett durchgezogen ist, kein Farbunterschied da ist, ein Kotflügel, genau. Die Chromteile neu. Ja, ich würde vielleicht vorschlagen, also ich würde da ganz ehrlich, du kannst jetzt das einzeln auf den Euro ausrechnen, wie du willst. Folgender Vorschlag. Ich würde sagen, dass man rund bei 2.500 bis 3.000 Euro enden wird. Wenn man es perfekt macht. Mhm. Zu den normalen. Das würde auch. Ne? Also so, dass es cool ist, da hätte ich auch richtig Bock drauf, sag ja, ich das, da hätte ich auch wirklich Bock drauf, daraus ein geiles Auto zu machen und hoffentlich einen coolen Typen zu finden, der das coole Auto endlich kauft. Ich sag's dir, wie es ist, weil ich fühle das Auto alleine schon wegen der Farbe und wegen der Felge und wegen dem Supercharger komplett. Deswegen habe ich es so gekauft. Ja, das Auto perfekt machen ist halt geil. Ja. Das macht Spaß. So ein Auto, so wie die S-Klasse, ne? Die steht ja eigentlich mal übelst geil da. So wie das Ding jetzt hier steht, steht das Ding geil da. Ja, das und das macht halt Laune. Das bockt halt, ne? Mhm. Das ist das. Das macht den Autohandel wieder schön. Es gibt halt diese negativen Geschichten und es gibt halt auch diese schönen Tage, wo du eben dann eben auch auf einmal kommt, auf einmal steht einer auf der Matte, der ist halt einfach mal komplett realistisch und weiß, was er tut. Und das feiere ich halt komplett, ne? So. Wir gehen nochmal eben mal kurz hier vorne über den Platz, zeigen mal so die verkauften Kisten, ne? Übrigens hat hier sich einer geäußert, warum es ein Auto teuer ist. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, weil ich mache die Preise am Markt ja nicht. Mustang, ne? Ist da ja. Steht da drauf, ne? Ist ja, aber ein EcoBoost, 2,3 Liter, Facelift, 18er Modell. Keine Ahnung, ich muss mal fahren, dann kann ich mitreden. Okay. Jetzt muss ich wirklich erst mal fahren, dann weiß ich, was los ist. So. Der hier ist ja quasi. Ich weiß noch nicht mal genau, wer den jetzt hier überhaupt gekauft hat und wann der abgeholt wird. Ich habe auch ne? gar keinen Plan. Aber das war ja das Auto von meinem Banker. Ja. Ne? Der hat ja irgendwann dann grünes Licht gegeben und dass wir es verkaufen sollen, stand ja Wochen rum, weil da irgendwie einer rumzauberte und überlegt hat, das Ding zu kaufen, so ungefähr. Und da hat mein Banker dann quasi ihn dann halt den Preis durchgesagt und hat gesagt, nö, kommt nie in Frage. Hat mein Banker mit grünes Licht gegeben und ich glaube, 3 Tage später war das Auto verkauft. So, ja. Der ist soweit auch durch, ne? Der läuft, ist fertig. Ich weiß gar nicht, war er schon beim Lack? Nee, oder? Nee. Ne? Zum Lack muss er noch. Hier machen wir aber auch noch mal eine Probefahrt nachschließen. Jo. Auf jeden Fall, hier will ich wenigstens noch mal eine richtige Runde fahren, weil das hat bis jetzt zwar die Werkstatt noch gemacht, die sind schon eine Runde gefahren, aber ich selber eben auch noch nicht. Und ich kontrolliere es lieber selber auch noch mal. Ja, aber eine Sache von 5 Minuten, das hat man schon. Superb. Stand auch erst ein paar Tage rum, ein paar Wochen rum. Bumm, weg. War auch ein cooler Typ, ja? Der kam, sah und siegte. Ne? Der hat das Auto gesehen, der hat gesagt, brauchst gar nicht rumlabern, ich nehme das Ding. War wirklich so. Das macht halt Spaß, wenn die halt wissen, was sie wollen. Und die erst, ne? Wisst ihr, ich mein? Mhm. Ist ja auch in Ordnung, wenn jemand nie weiß, was er will. Ist ja auch okay, dann komm hierher, wir beraten dich und führen dich vielleicht zum Ziel, vielleicht aber auch nie.
wir können ja nie alles. Hast du schon gesagt, dass ich einen Käfer gekauft habe? Ja, ein 1600er, ne? In schwarz. Vielleicht krieg ich noch was richtig Geiles. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Käfer Cabrio habe ich gekauft. Was hast du noch gekauft? Was war noch, Julian, was du gefeiert hast? Ja, S63. Ah ja. S63, W21. Und vor allem auch E24. Ach. Den habe ich mir vorhin mal reingezogen. Ne? Dein Rico hat schon wieder komplett Scheiß gekauft. Habe ich mir die Bilder angeschaut von dem Ding? Geil. Ja. Geil. E24, geil. Oh. Geil. Geile aber Automatik. Farbe. Ja, aber trotzdem cool. Innen schwarz, Leder, auch verkauft, geil. Ne? Da waren welche da. Da war irgendwas am Riementrieb im Arsch. Ich weiß nicht mehr was. Hat auf jeden Fall schrecklich gejammert, das Ding. Da haben wir halt zum Kunden gesagt, du mach mal. Hat der Kunde natürlich nicht geglaubt. Haben gesagt, wir schreiben so einen Kaufvertrag hinein. Und wenn es nie abgestellt ist bei der Abholung, dann zerrubben wir den Vertrag und erstatten dir die Fahrtkosten. Ja? Aber hat nie funktioniert. Wollte der Kunde nicht. Der nächste kam und gesagt, ach, ihr macht das noch? Ja, super, toll. Mhm. Dann nehme ich das Auto. Morgen ist übrigens, nee, wenn das Video läuft, Sonntag, sind wir unterwegs und drehen das Musikvideo für das 10.000 Abonnenten-Spezial, weil die Uhr tickt. Die Uhr tickt und zwar dreht sich die Uhr, was Abonnentenzuwachs angeht, gerade schneller als geplant. Das stimmt. Das muss man jetzt einfach mal wirklich so sagen. Es dreht sich gerade deutlich schneller als geplant und jetzt kommen wir langsam ein bisschen in Zugzwang. Weil wir haben gedacht und der Düser hat gedacht, dass wir locker noch bis nächste Woche Donnerstag, Freitag Zeit haben. So sieht's aus. Aber abfuck, offensichtlich wird es eng am Wochenende, weil am Sonntag treffen wir uns alle und zwar die gesamte Mannschaft. Du bist auf einer kann die, und machen das Musikvideo zum unseren DAG-Song, den der Düse ja komponiert und gerappt hat. Und nebenbei fahren wir Kart. Und nebenbei fahren wir Kart auf dem Erzgebirgsring. Jawohl. So, mal gucken, was die Woche noch so wird. Wir sehen uns ja dann im Livestream, aber das läuft ja dann andersrum. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bitte eine Sache will ich jetzt noch an der Stelle kurz erwähnen, dass ihr die... Ich weiß, dass das bestimmt den einen oder anderen, diese Bewertungen, die wir da bekommen haben, nur zu Recht oder zu Unrecht, jetzt mal dahingestellt, mit Sicherheit sauer aufstößt. Ich hoffe, ihr bleibt alle cool. Das ist meine Bitte. Okay? Weil ich bin's auch. Bis dann.